Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier vom Feld, vom Gestrüpp, wie auch immer. Es geht heute nochmal ins Rastiland. Ihr habt ja meinen Vlog dazu vielleicht gesehen und kurz vorher hatte ich ja auch nochmal so ein Video mit ein paar On-Ride-Sequenzen hochgeladen. Und heute gibt es nochmal so ein Nachbesprechungsvideo. Das gibt es wahrhaftig nicht immer. Das hat einmal das Ravensburger Spieleland geschafft, dass ich so ein Nachbesprechungsvideo gemacht habe, weil mir der Tag da leider nicht so gefallen hat. Das musste besprochen werden. Also ich wollte das nicht so stehen lassen, weil ich im Vlog halt immer schon so ein bisschen gemeckert hatte. Da muss man das den Leuten einfach mal erklären. Und ich finde es wichtig, dass man als Freizeitpark dann auch die Chance hat zu erfahren, was hat mir denn jetzt nicht gefallen. Und dann hatte ich so ein Nachbesprechungsvideo auch mal nach unserem Besuch im Phantasialand gemacht. Der Grund war allerdings da ein anderer. Phantasialand fand ich einfach mega geil, da musste ich nochmal drüber erzählen. Und heute ist der Anlass zur Nachbesprechung auch ein freudiger. Rastiland hat mir nämlich auch wieder mal richtig gut gefallen. Wir waren früher, nämlich in den Jahren 2014 bis 2016, also wirklich 3 Jahre lang waren wir ganz oft im Rastiland, bestimmt um die 20, 25 Mal. Wir hatten auch im Jahre 15 und 16 eine Jahreskarte jeweils. Eine Besonderheit vom Rastiland ist wirklich, die haben wahnsinnig viele Attraktionen. Dafür, dass es ja eigentlich nur ein mittelgroßer Park ist, die haben wahnsinnig viele Attraktionen. Die haben ja 3 Achterbahnen mittlerweile. Gut, wenn ihr die Bobkartbahn mitzählt, sind es sogar 4 Achterbahnen. Gehen ja die Gemüter immer so ein bisschen auseinander, ob man das als Achterbahn zählt oder nicht. Also sagen wir mal, 3 Coaster plus eine Bobkartbahn. Die haben 4 Wasserfahrgeschäfte, eine klassische Wasserbahn, eine mega geile Raftingbahn, eine der besten in Deutschland, wie ich finde. Ja, so eine Art Splash Battle in Rundbooten und dann nochmal eine ruhige Fahrt in Rundbooten. Die haben oben auf dem Berg eine ganz tolle Schiffschaukel. Daneben ist ein Dark Ride. Gut, man hört da immer die Leute nennen es Geisterbahn. Es ist eigentlich die Fahrt durch die Piratenstadt, ist eigentlich ein Dark Ride. Die haben Flatrides ohne Ende, ganz viele Karussells, originelle Sachen, extra so einen alten klassischen Jahrmarktbereich. Da steht mittlerweile dann auch eine kleine Achterbahn, die ist hinzugekommen. Vor 2 Jahren oder das ist schon wieder 3 Jahre her, weiß ich jetzt nicht. Ich meine 2019. Dann nicht zu vergessen, die haben eine Go-Kart-Bahn mit echten Benzinern. Im Eintrittspreis inkludiert. Die haben eine klassische Parkeisenbahn, die haben eine klassische Einschienenhochbahn. Die haben Seenlandschaften. Die haben einen kleinen Familienfreifallturm. Ach, jetzt habe ich bestimmt noch ganz viele Sachen vergessen. Auch Spielplätze ohne Ende. Auch so hölzerne Spielplätze. In Hanglage. Also das wird da nicht langweilig. Hinzu kommt dann noch dieses ganze Verwinkelte. Und es gibt immer wieder was zu entdecken und man fühlt sich wohl in dem Park. Und durch diese hohe Anzahl an Fahrgeschäften verteilt es sich. Aktuell hatte das Rastiland nur Samstag, Sonntag offen. Dann haben wir auch gedacht, ja, könnte voll werden. Ach, ja, es wurde auch voll. Also wenn man so den Parkplatz angeschaut hat, dachte man auch, oh, okay. Es verteilt sich im Park, weil es einfach so viele Fahrattraktionen gibt. Wirklich, wir haben, obwohl es voll war, an keinem Fahrgeschäft länger als 5 Minuten gewartet. Und das ist... Also in die Achterbahn konnten wir einsteigen. Bei der Neuheit Stronado habe ich 5 Minuten gewartet. Trotzdem, es ging auch flott. Familienfreifallturm, flott. Wasserbahn, die sind wir dann noch nachmittags gefahren, da war es richtig warm. Ja, da stand wirklich eine Schlange, wurde dann wirklich hin und zurück und hin. Trotzdem, keine 10 Minuten haben wir gewartet. Dann ging es los. Also, das heißt... Und das war in der Vergangenheit auch so. Wenn du im Rastiland bist, du bist einfach auch ganz viel am Fahren. Und es lohnt sich einfach, das Geld auszugeben, weil du dort viel öfters in irgendwelchen Fahrgeschäften sitzt. Viel, viel öfters. Bestimmt 10-mal öfter als in den großen Parks. Du fährst da ganz viel. Klasse. Hinzu kommt noch die Gastronomie, die wirklich, ach, die haben überall, die haben vorne im Park Gastronomie. Am klassischen Jahrmarktbereich. Hinten beim Familienfreifallturm haben sie. Da ist übrigens auch hier so ein Kletterparcours. Total klasse. Wo haben die noch? Hinten bei der Wasserbahn. Zwischen Wasserbahn und Bobkartbahn haben sie auch noch so eine Fressbude. Und irgendeine habe ich noch vergessen. Ach ja, aber eine Raftingbahn, natürlich. Da ist ja auch noch ein Restaurant. Ach, die haben wirklich... Überall kannst du dich hinsetzen und toll, wirklich. Also ich mag diesen Park. Und ihr dürft nicht vergessen, ich war fast um die 30 Mal im Rastiland. Und er ist mir noch nicht langweilig geworden. Und jetzt, nachdem wir ja ein paar Jahre nicht da waren, habe ich aber gesagt, komm, ich will noch einmal sehen. Erstens wollte ich die beiden für mich neuen Achterbahnen sehen
Gut, eine ist ja wirklich neu, die hat ja jetzt erst im April aufgemacht. Wollte die ablichten und ich wollte jetzt nicht noch länger warten, weil Lilly kommt dann irgendwann wirklich nicht mehr mit. Aber auch für sie war es ein toller Tag und wir sind uns alle einig, das Rastzielland ist klasse. Es ist klasse. Ich weiß nicht. Also ich bin total begeistert von dem Park. Man hat ja auch gesehen, neben der Stronado war ja nochmal so eine leere Fläche. Ihr seht das auch in meinem Vlog, ich spiele das mal rein. Also wer weiß, da wird in Zukunft bestimmt auch nochmal irgendwas Schönes hingebaut werden. Und ja, Ideen haben die. Die haben noch so einen schönen See, da dachte ich auch immer, gut, da wird vielleicht irgendwann mal was reingebaut, aber mir fiel dann beim Parkbesuch selber ein, nee, du bist doch blöd, Mensch, guck mal, da leben Fische drin, da sind auch Haubentaucher drauf. Also die werden ja jetzt so einen Natursee nicht wegnehmen. Macht man ja nicht, also ich meine, ich bitte, das möchte ich ja auch nicht. Ja, aber da wird noch einiges kommen und ich hatte ja auch mal gehört, schon vor ein, zwei Jahren, dass die ja eigentlich ein Resort werden wollen. Die haben ja auch noch Indoor-Spielplätze, die haben ja noch die Kids Dino World nebendran, gehört auch dem Rastzielland, die haben ja auch noch so Schwarzlicht-Minigolf, Laserparcours, alles sowas in irgendwelchen Hallen. Also da wird, denke ich mal, in naher Zukunft irgendwas kommen. Und ich fände es tatsächlich schön, wenn die dann mal irgendwie so Übernachtungshütten irgendwo dahin bauen. Problem. Ist die Frage, ob es wirklich ein Problem ist. Aber vielleicht wird es irgendwann ein Problem. Das Rastzielland ist direkt hinter einer Eisenbahnschiene. Und zum Rastzielland, zum Parkplatz, der Parkplatz vom Rastzielland ist einmal um den Park herum gebaut. Wirklich einmal ringsrum herum. Und um diesen Ring, sage ich jetzt mal, zu erreichen, kommst du durch so ein Nadelöhr, nämlich durch einen ganz engen Tunnel, der unter der Bahnschiene hindurchfährt. In diesem Tunnel ist Einbahnstraße. Das heißt, gut, ist ja meist kein Problem, weil morgens, vormittags kommen die Leute und dann kommt ja irgendwann gar keiner mehr und nachmittags fahren die Leute. Wenn dann aber doch einer mal in die andere Richtung durch will, das ist immer ein schönes Kuddelmuddel, sage ich euch. Hinzu kommt, die Autos heutzutage werden ja immer größer. Durch die ganzen SUVs, die auch immer größer werden, könnte es irgendwann ein bisschen eng werden da in dem Tunnel. Der ist nämlich wirklich nicht groß. Ja, also mal gucken, ob sie dann irgendwie mal einen Außenbereich bauen, aus dem Parkplatz und vielleicht eine Überführung, ich weiß es nicht. Also da werden sie sich in naher Zukunft auch nochmal was einfallen lassen müssen. Ich fand das so witzig, wo wir letztens da waren. Ich musste dann so auch denken, Ravensburger Spieleland hat ja vor 2 Jahren so groß geworben mit der Neuheit Kakalakak, diese SBF-Visa-Schaukel. Und dann haben sie ja dieses oder letztes Jahr geworben mit dieser Neuheit, mit diesem Hamsterwheel da, also diese neue kleine Spinning-Coaster-Achterbahn. Ja, Rastzielland hat sich das auch gleich hingebaut, hat da nicht so ein Tamtam drum gemacht, ne? Die haben sich auch gedacht, was das Ravensburger Spieleland kann, das können wir schon lange. Ja, die beiden Parks sollten sich mal zusammensetzen und dann sollte das Ravensburger Spieleland mal ganz genau beim Rastzielland zuhören, wie man es richtig macht. Das ist wieder meine persönliche Meinung, ich weiß. Also man hört jetzt auch so ein bisschen raus, welchen Park ich mag und welchen nicht. Mir hat es auch sehr gefallen im Rastzielland, dass die ihre bestehenden Attraktionen immer wieder streichen und auch neu verkleiden. Die Achterbahn, die natürlich witterungstechnisch dann so ein bisschen ausgeblichen ist von der Farbe her, ist ja übrigens Deutschlands einzigste Achterbahn in Pink. Und das Pink war jetzt auch wieder richtig knallig. Also die haben eine neue Verkleidung, glaube ich, richtig drum gehabt. Unglaublich freundliches Personal, das macht da richtig Spaß. Die sind da wirklich auch nicht so gekünstelt freundlich, die sind da freundlich, schön. Und ich freue mich tatsächlich immer wieder. Der Ride Operator von der Wasserbahn ist schon seit Jahr und Tag immer derselbe. Ich finde das immer so toll, wenn er wieder da ist. Also er wird mich jetzt nicht kennen. Damals, wo wir die Jahreskarte hatten, hat er uns dann tatsächlich irgendwann auch mal wiedererkannt, weil wir sehr oft im Rastzielland waren. Hat er immer schon genickt und so. Aber gut, jetzt sind ja schon wieder ein paar Jahre vergangen. Jetzt hat er sich auch nicht mehr an uns erinnert. Aber wir uns natürlich an ihn und haben uns immer gefreut, ihn zu sehen, damals schon. Ne? Die Wasserbahn, die hat er im Griff. Die hat er akkurat im Griff. Das Fahrgeschäft läuft 1A, wenn er das macht. Wirklich, das finde ich immer wieder cool. Es ist auch immer, weiß ich nicht, der strahlt doch so eine Ruhe aus und ja, ne? Keine Ahnung. Den mögen wir total gerne. Hab schon gedacht, vielleicht gehört er ja auch zu der Familie dazu oder so. Ne? Wissen wir nicht. Veränderung Dark Ride Modifikation. Ja, also der Dark Ride ist tatsächlich so für einen Park dieser Größe einer der besten Dark Rides in Deutschland. Fahrt durch die Piratenstadt heißt das Fahrgeschäft, glaube ich. Und es geht ja schon los mit diesem schönen Wassereffekt. Du fährst da so lang, das sieht so ein bisschen aus wie so eine alte mittelalterliche Stadt. Kann das jetzt nicht richtig beschreiben. Dann kommt da so ein bisschen das Wasser, eine Laterne kippt um.
Das haben sie tatsächlich überarbeitet. Die Laterne kippt jetzt wesentlich schneller um. Früher kippte die immer so. Das sah ein bisschen unnatürlich aus. Dann haben sie es nochmal wesentlich dunkler gemacht in dem Dark Ride. Das war gut. Wesentlich dunkler. Also jetzt ist es auch ein Dark Ride. Dann kommt ja der Wasservorhang und du denkst, du fährst durch, wirst klatschnass. Im letzten Moment schaltet er sich ab. Hat uns früher mal ein Ride-Op auch erzählt, dass es vereinzelt auch schon mal schiefgelaufen ist, wenn dann die Mechanik nicht richtig auslöst und dieser Druckluftkolben da kaputt ist oder irgendwas undicht ist oder keine Ahnung, dann schließt die Klappe natürlich nicht und das Wasser plattert wirklich auf die Fahrgäste runter. Ist wohl schon ein paar Mal passiert, aber dann kommt natürlich auch postwendend eine Beschwerde der Fahrgäste und dann müssen sie es erstmal beheben. Ist ja relativ schnell behoben dann das Problem. Ja, und dann war es doch ein wenig still da drin. Früher war da richtig Spektakel, dann haben da Piraten geschossen und gegrölt. Ja, irgendwie, also entweder fiel die Soundanlage aus, kann ich mir gut vorstellen. Allerdings waren auch einige Effekte weg. Also die Piraten standen still, die schossen nicht. Das Krokodil hat funktioniert, das Fass hat auch funktioniert. Aber bei dem Fass, ich blende es euch mal ein, das kam früher schneller auf dich zu und auch deutlich näher. Ich befürchte fast, dass der TÜV da irgendwie neue Bestimmungen zum Thema Lichtraumprofil hatte oder so. Denn früher konnte man das fast dann anfassen und draufklopfen oder so. Das ging meiner Meinung nach, ich habe da jetzt nicht so exakt drauf geachtet, aber da kamst du jetzt nicht mehr so dran. Also da gab es vielleicht neue TÜV-Bestimmungen. Ja, dann dieser Filmeinspieler mit dem Schiff, der ist neu, war allerdings auch tonlos. Und ja, also da war normalerweise an der Stelle der Bahn echt ein richtiges Spektakel. Das, also ich denke mal, das wird aber nicht so bleiben. Da, keine Ahnung, das wird gerade neu gemacht oder vielleicht war wirklich irgendwas kaputt an dem Tag. Ja, und wie gesagt, die knacksenden Balken über dir, das war immer ganz cool. Und auch den Effekt zum Schluss, es kommen zweimal knacksende Balken. Einmal so ab der Hälfte der Fahrt und einmal kurz vorm Schluss. Und die waren früher immer so ein bisschen schlecht getimt, weil es knackste über dir, die Balken kamen runter. Und während du noch drunter durchfuhrst, hast du immer schon gehört, wie das wieder hochging und die Druckluft abgelassen wurde. Das war natürlich immer so, ja, der Zauber war dann immer so ein bisschen weg. Auch das haben sie modifiziert. Interessiert das eigentlich jemanden? Ach, ich lasse es einfach drin, komm. So, ihr Lieben, das soll es von meiner Stelle gewesen sein. Das Rastiland ist wirklich gut. Okay, kostenlos Werbung, aber ich darf ja meine Meinung mal kundtun. Und das ist nun mal eine total gute und beeindruckende. Fahrt dahin. Auch für Thrillseeker ist dieser Park, wenn ihr generell einfach Fahrgeschäfte mögt, ist das schön. Ja, genießt den Tag dort. Es macht so viel Spaß. Die Raftingbahn ist echt der Hammer mit dem Strudel und mit den Dinosauriern. Und so im letzten Drittel der Fahrt fährst du noch an so einem kleinen Splash-Battle vorbei. Wenn ihr in der Region wohnt, lohnt sich die Jahreskarte. Wirklich. Schon beim zweiten Eintritt hat die sich rentiert. Wir haben jetzt tatsächlich für die Tageskarte für uns 93 Euro bezahlt. Also 89,50, um genau zu sein. Parken kostenlos. Und die Jahreskarte kostet irgendwie 120 Euro oder einen Ticken mehr mittlerweile, weiß ich nicht. Das rentiert sich sowas von. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ciao.